Richard. Ja, Daniel. Jetzt geht's um die Wurst. Ich freue mich ja total. Ich habe hier eine Bratwurst für dich. Ja. Ja, das gehört ja zu unserer heutigen Challenge. Ja. Bratwurst essen, aber das ist ja nicht alles, sondern auch gleich geht's auf diesen schönen Bullen. Noch mehr Fleisch für dich. Die Challenge des Tages war ja tatsächlich. Ess schon mal, ich erkläre sie nochmal. Du isst die Wurst, gehst auf den Bullen, musst 90 Sekunden durchhalten. Und wenn du es nicht schaffst, dann darf ich mir die Challenge für morgen überlegen. Und wenn du es schaffst, darfst du dir was Fieses für mich überlegen. Das ist doch, glaube ich, ein ganz fairer Deal. Lass es dir schmecken. Ich hoffe, das ist schon ganz gut. Und der Bulle, der freut sich schon auf dich. So, ne? Das ist schon super. Und jetzt würde ich sagen, rauf mit dir. Und da wackelt er sich nach vorne, der Richard Gutjahr. Ich meine, so als Mann vom Fernsehen, da ist man ja sowas gewohnt, dass man auch mit ruppigen Naturgestalten umgehen muss. Und da macht er eine gute Figur. Jetzt fragt er sich, was er mit dieser Chipkarte machen muss. Er muss es aktivieren. Na, mit Technik kennt er sich eigentlich aus. Aber andere Seite, Herr Gutjahr, andere Seite. Da, ja. Gutjahr und Technik. Das ist doch wirklich eine Sache. Und jetzt geht es los. Noch guckt er ganz entspannt. Er denkt zurück an seinen letzten Urlaub. Und ich, da ist noch ein Stückchen Wurst, was da tatsächlich noch in seinem Hals, glaube ich, drinsteckt. Und die ist auch lecker, wirklich. Mmh. Richard, noch hat er Spaß. Leg meinen Zahn zu hier, nicht, dass ich noch meine Challenge verliere. Er macht eine gute Figur. Und wenn ich das mir hier beim Radio mal noch für euch im Radio beschreiben darf, er ist schon ein bisschen verkrampft, muss man wirklich sagen. Tut aber so, als ob er schon jeden Tag mit so einem Rodeo-Bullen zur Arbeit fährt. Und jetzt wäre er fast aus der Kurve geflogen, hält sich aber ganz charmant fest. Und jetzt gibt es die erste große Drehung und er schafft es nicht. Herr Gutjahr, das waren 93 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Challenge geschafft. Ah, danke, mir ist so kotzübel. Boah. Ach, immer, wenn ich dich sehe, habe ich so ein Gefühl. Da muss ich wohl morgen eine Challenge erleben. Naja.